Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Tagesbotschaft. So, wie ihr seht, heute mit dem klassischen Tarot. Wir schauen, was das Tarot euch heute mitgeben möchte. Wir stehen kurz vor dem Vollmond im Stier. Wenn ich es schaffe, lege ich euch gerne noch dazu eine Botschaft, aber ich kann es euch noch nicht versprechen, also lasst euch gerne überraschen. Ich tue es auch. Ihr Lieben, aber jetzt erstmal zu eurer Tagesbotschaft. Okay, um was geht's denn heute? Ja, wunderbar. Es geht heute ganz direkt. Und zwar eventuell in einen Neustart. Und da habt ihr das im Hintergrund schon gehört. Da hat sich das Telefon schon gemeldet. Auch das, ja, ein klassischer Neustart. Vielleicht klingelt bei euch auch das Telefon oder macht Geräusche. Es geht hier drum, bei euch heute etwas direkt Neues zu beginnen, eine direkte Chance zu bekommen, wo ihr etwas Altes verlassen werdet, eine alte Situation und in etwas Neues, eine neue Situation reinschlittert. Das möchtet ihr hier aber scheinbar noch nicht kundtun, weil mit viel der Münzen ist man heute so auf dem Level, na, ich will noch nicht so erzählen, was es da geht. Ich möchte heute eventuell auch nicht darüber reden. Ich möchte auch eventuell gar nicht meine Vorhaben teilen. Schauen wir mal. Eine Karte hätte ich gerne noch. Es könnten hier finanzielle Angelegenheiten sein, ja? Eventuell Dinge, die du hier regelst. Wir haben hier den König der Münzen. Und es könnte etwas, ja, wie soll ich sagen, wir haben hier die Königin der Münzen als die Königin der Kelche. Entschuldigt, wir haben hier die Königin der Kelche als Outcome-Karte. Ich war gerade am Überlegen, deswegen habe ich mich gerade etwas verhaspelt. Du bist heute in der Energie der Mutter oder einer mütterlichen Figur. Und was ich ganz spannend finde, beide Energien, sei es König der Münzen wie auch Königin der Kelche, sind beides Energien, die sehr beschützend, auf Sicherheit basierend. Und diese Kombination auf Sicherheit basierend mit der Münzenergie und die Königin der Kelche, die mütterliche Figur, die Liebe, die sich umsorgt, kümmert, ja, da geht's heute bei dir drum. Das sind so beides Themen, da wirst du heute, hast du am Start hier heute, wo du dich drum kümmerst, aber nicht drüber redest. Okay, na schauen wir mal. Das Ass der Schwerter. Wir nehmen heute mal das, Moment, die war vorher umgedreht. Wir nehmen heute mal das Golden Lenormand, nicht das Golden Tarot, sondern das Golden Lenormand. Ihr merkt schon, es ist ganz unruhig, ne? So, was möchte hier Neues anfangen? Ass der Schwerter. Welche Chance, was für eine Chance ist das? Als wenn, das ist genau das, was gerade passiert beim Mischen, ne? Die vier der Münzen, ne? Die es nicht sagen wollen, nicht offenbaren, geheim halten. So sind die Karten gerade bei den Lennys. Okay, ja. Es könnte hier um vertragliche Angelegenheiten gehen, ja? Dass du etwas Neues beginnst. Ich blende zwar ein bisschen hier, ich zeige euch das mal. Das ist das Buch, ja? Wunderschöne Karten. Das Buch und das Ass der Schwerter könnte für dich heute eine Vertragsunterzeichnung sein. Könnte sein, dass du irgendwo etwas Neues beginnst. Ob es kann auch eine Ausbildung sein, eine Lernphase sein, die hier neu beginnt bei dir. Es kann halt wirklich ein kompletter Berufsstart sein. Ja, guck mal, die Sonne. Das ist eine richtig tolle Chance für dich. Das müsstest du auch fühlen und spüren, dass diese positive Energie der Welt mit der Sonne dir so einen richtigen Hype gibt. Also du müsstest heute relativ gut drauf sein. So, über was willst du hier nicht reden? Was möchtest du nicht kundtun? Wo möchtest du in Bezug auf was möchtest du nicht teilen? Wir nehmen nur die umgedrehte Karte. Die Klarheit. Du möchtest, du hast deine Ziele, Wünsche, Träume. Ja, und du hast aber auch die gewisse Klarheit. Ein Teil wird von euch erst die Klarheit bekommen,
weil die Fee der Münzen ist auch eine Rückzugskarte, eine Rückzugsenergie. Und es könnte sein, dass du dir wirklich erstmal, dass du das sacken lassen musst. Vielleicht hast du wirklich schon ganz lange auf diese Chance gewartet und heute endlich kommt sie und du rechnest damit gar nicht. Und du brauchst erstmal einen Moment, um es sacken zu lassen. So, wir haben den König der Münzen. Neuanfang. Ja, sag ich doch. Könnte sich um Kredit handeln, könnte sich, wie gesagt, hier aber auch um vertragliche Dinge handeln in Bezug auf die Arbeit, Ausbildung, was ich schon mal gesagt habe. Ne? Also hier bist du im Bereich der Transformation, dass du etwas Altes hinter dir lässt. Das passt auch sehr gut zum Ass der Schwerter. Und dass du halt wirklich neu durchstartest heute. Wow, ist mega, mega, mega Energie heute. Irgendwas Neues beginnst du heute. Können auch neue Aufträge sein, wenn du selbstständig bist, dass was Neues auf dich zukommt. Ja, und wir haben den Park. Den Park hier, kann ich ja hier mal drauf lassen. Den Park als Outcome-Karte, ich habe es absichtlich gemischt. Es ist vielleicht auch ein Treffen in der Öffentlichkeit, was du hier machst. Oder du gehst mit etwas dann in die Öffentlichkeit. Das heißt, bevor der Vertrag nicht unterschrieben ist oder das Vertragliche nicht in Sack und Tüten ist, wirst du darüber auch noch nicht reden. Ja, aber es ist etwas, was dich ganz positiv voranbringen wird. Du fängst etwas Neues an und es könnte sein, dass du erst dann, wenn du das alles hast sacken lassen, das in schriftlich hast, in Sack und Tüten hast, dass du dann damit an die Öffentlichkeit gehst. Das heißt, dass du dann halt entweder etwas Neues vorstellst, ein neues Produkt vorstellst oder dass du darüber, über das, was Neues hier beginnen möchte, was sich unheimlich positiv auswirkt, weil es ist wirklich dein Traum, es ist deine Wünsche sind, dass die hier in Erfüllung gehen heute. Und erst wenn das alles dingfest ist, dann gehst du damit in die Öffentlichkeit. Vielleicht redest du doch mit deiner Mama darüber. Ne? Dann ist das sozusagen deine Mutter, weil es ja eine mütterliche Energie ist, wenn du sagst, nein, ich bin das halt nicht, sondern ich bin eher eine Münzenergie, weil ich auf Sicherheit basierend bin. Dann kann das hier eine Freundin oder eine Mutter sein, mit der du dich dann darüber unterhältst. Also du wirst irgendwas publik machen. Aber erst muss das hier in Sack und Tüten sein. Du möchtest das auch genießen, ja, dieses Positive, was sich dann Neues in dem Feld etablieren möchte. Und dann lässt du es erstmal eine Runde sacken, weil du dich da tierisch drüber freust, weil deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und du wirst hier mit dem Sarg, wirst du einfach einen Neustart machen. Das ist mega, mega cool. Ja, wunderbar. Ich freue mich über diese Energien. Meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.